Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, unsere aktuelle Mission lautet ja, wie ihr gerade hier sehen könnt, fordere Frost auf dem Fußballplatz heraus. Aber bevor wir das machen, werden wir noch mal gucken, ob wir ein oder zwei Spieler noch abwerben können von anderen Mannschaften. Zum Beispiel von der Wild Junior High suche ich einen ganz bestimmten. Und was hast du da Schönes? Oh, der ist auch gleich da. Eagle. Team Ghost, ja, wir haben jetzt genug. Gut, wo sollen wir ihn aufsuchen? In Nara. Okay, irgendwo in Nara. Dann suchen wir mal ganz schnell nach ihm. Ich würde sagen, wir fahren mal an mit dem Zentrum. So, das überspringen wir. Ja, jetzt laggt es wieder ganz schön richtig. Also hier ist er schon mal nicht... Nein. Hier scheint er nicht zu sein. Schon mal gar nicht. Okay, hier ist er schon mal nicht. Aber vielleicht da oben irgendwo. Ansonsten ist er beim Hirschpark. Nein, sieht nicht so aus, er ist beim Hirschpark. Aber sollte hier nicht zu viel vertrödeln. Ja, kommst du da rauf, bitte? Dankeschön. Oh, die Maus muss weg. Oh Mann, das laggt schon wieder wie verrückt. So. Also hier ist er auch nicht, oder? Ich glaube, da oben war auch nur ein Hirsch, oder? Ist er vielleicht da oben? Ach nee, da kommen wieder welche. Die wollen es wieder mal wissen. Die Sechsender. Und los. Die machen wir natürlich platt. So, dann schießen wir wieder zurück zu Sharp und der soll mit dem hübschen Volley in diese Richtung bitte reinballern. Und los. Bash. Auf dass der Ball. Jawohl, reingehen mag. Weiter so, Raimon! Yeah. Sollen wir es doch gern. So, dann geht's jetzt weiter. Ich könnte auch die ganze Zeit mit der Maus übersteuern. Ja. Also mit dem Touchscreen. Ach nee, kommt schon. Die zwei Schritte muss schon wieder ein Spaten auftauchen. Und schon wieder die ein und dieselben. Das geht doch echt gar nicht. So, hier Lection. Und jetzt zu Sharp. Und der ist ja wieder mit einem Volley reinballern. Mit voller Kraft. Bam. Wieder dasselbe Ergebnis wie vorher. Ja, den erwischt er nicht. Und er ist drin. Vorwärts, Raimon. Ja, so. Und jetzt ist Schluss. Keine Zeitverschwendung mehr. Weiter. Wir wollen ja noch einen Spieler für uns finden. So. Ach komm, verschon mich jetzt mit diesen Lägen hier. Ach, jetzt! Wer will jetzt schon wieder die 8 in der Pot? Ah ja, wir müssen den Ball erobern. Kein Problem. Sharp erledigt das ganz schnell. Rätschen. Und gut. Bam. Schluss. So, dürfen wir jetzt weiter? Wäre sehr nett. Danke. Weiter geht's. So, hier irgendwo müsste Eagle doch sein. Ich wüsste ja keinen anderen Ort, wo er sich aufhalten würde. Nein. Da oben vielleicht. Da oben, rechts. So im Nordosten. Da. Da. Nein! Dann auf der anderen Seite. Woanders könnte ich es mir jetzt gar nicht vorstellen. So, jetzt läuft Survival fürs Erste wieder normal. Ah ja, jetzt laggt es wieder ein bisschen. Okay, wo könnte er sich denn aufhalten hier? Er muss ja irgendwo sein. Da oben vielleicht. Eieiei, ich wusste es ja, wir haben uns schon viel zu lange bewegt. Die Hirschgeweihe, wir bekommen auch wieder neue Spieler zu Gesicht. Oh, schon wieder den Ball erobern, das ist doch kein Problem. Einfach ein bisschen grätschen und die Sache hat sich ge... ja, ist auch gegessen. Immerhin bekommen wir auch ein bisschen EP, wenn wir da durchkämpfen. Das ist schon gut, weil je mehr Level, desto besser. Weil so sind wir gut vorbereitet. So. Na bitte, da ist er doch. Wir müssen mehr kämpfen. Lass dir zum Sieg werden. Aber zuerst lass uns doch mal spielen. Auf geht's. Ich habe mein Adlerauge auf dich gerichtet. Ja, ich auch auf dich. Okay. Dann wollen wir mal. Eagle und Co. Ach, den Ball erobern ist doch easy peasy. Gott, muss das denn sein?
Wann hat er denn da jetzt geschossen? Ach, der stellt sich auch noch so hinter ihm, dass er immer dabei ist. Komm schon, Lection, den schnappst du dir. Schnell! Ach Mann, komm, schnapp ihn dir endlich jetzt. Setz die Sicherheit gleich Defensivstreich ein, das muss jetzt gut gehen. Yeah, Defensivstreich! Und erwischt. Das war's. Da kannst du jetzt zu uns kommen, Eagle. Und was sagst du? Ich bin der König der Lüfte, aber du bist der Fürst des Fußballs. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich deinem Team beitreten dürfte. Ja, und es ist auch meine Ehre, dass du bei uns am Start bist, Eagle. Geil, ein neuer, starker Mittelfeldspieler. Sehr gut, vielleicht hole ich mir noch einen. Mal sehen, jetzt muss ich mal kurz überprüfen, was für Spiele jetzt gerade haben. Mark, ja, Edmonds, der sollte ausgetauscht werden, Willy sollte ausgetauscht werden. Ja, ein paar Stürmer und Verteidiger, wenn nicht ganz nice. Aber das lassen wir erstmal sein. Das ist noch nicht so wichtig. So allzu viele Spieler werden wir natürlich nicht spammen. Halt so viele, wie es nur geht. Ach nein, bin ich blöd. Ich hätte eigentlich in diese Richtung gehen sollen. Dann kommen wir direkt wieder zur Karte. Na los, geht das etwas schneller. Und hoffentlich ohne, dass ein Spaten kurz vor Ausgang uns... Ja, perfekt. Auf zum Bus. So. Dann heilen wir uns mal ganz schnell. Wenn das Laggen aufhören würde, danke. So. Okay. Ich dachte, wir gehen auf die Karte. Was soll das? Was soll das jetzt? Ich wollte eigentlich zur Karte wechseln. Ja, zur Karte. Und nicht direkt zum Bus. So. Da. Okay. In Hokkaido. Alpine Junior High. Und... Dann starten wir gleich das Match gegen Frost. Wo sind wir jetzt bitte schön hingekommen? Wir sollen eigentlich zum Eingang hingehen. Also zum Fußballplatz. Ach man, ich wusste ja, dass das kommt. Die Frostbeulen. Okay. Wenn's sein muss. So. Legend passt wieder zurück. Passt jetzt ein bisschen hin und her, dass wir immer so einen schönen bekommen. So, und jetzt aber... rein mit den Kopfball. Versuchen wir das mal. Der geht bestimmt auch rein. Bam. Mal sehen, wie das aussehen wird. Ja. Mein erster Kopfballtreffer. Tolles Tor. Yeah, nice. So. Und weiter bitte. Fragezeichen, Fragezeichen, um Gottes Willen. So. Jetzt heißt es endlich mal Frost herausfordern. Da erwartet er uns schon. Wir speichern vorher noch zur Sicherheit ab, gell? Ja, ich weiß, es gibt Safe States, aber... ja. Teil bin ich noch nicht so ein Freund davon und ich, ja. Ich mache es halt, weil... ja, weil Baum. Okay. Da erwartet er uns schon mit der Mannschaft. Bist du bereit? Ja, und wie? Dann lass uns spielen. Dann machen wir das mal. Touch, bin bereit. Immer. Die Alpine Junior High. Dim, 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 dim. Wie sieht die Taktik aus, Trainerin? Spielt heute einfach mal drauf los. Ich will sehen, wie Frost sich schlägt. Einfach drauf los spielen? Na dann, Leute. Heute spielen wir gegen das stärkste Team des Landes. Gebt euer Bestes. Alles klar. Frost verhält sich wirklich nicht, wie man es von einem Stürmerass erwarten würde. Das stimmt, vielleicht ist aber nur daran, dass wir ihn mit Echsen vergleichen. Schauen wir einfach mal, was er so drauf hat. Was soll das denn? Er steht in der Abwehr. Hä? Schauen, Frost spielt in der Abwehr? Sollte er eigentlich nicht eigentlich ein Stürmer sein? Ha, Aiden war immer der Stürmer. Hm? Was hast du gerade gesagt? Die wollen uns doch auf den Arm nehmen, Mark. Los, den bringen wir Manieren bei. Okay, dann wird's jetzt Zeit. Raymond versus Alpine. Los geht's. So, diesmal muss ich wieder auf die Aufstellung hingehen, weil wir haben ja einen neuen Spieler bei uns, den wir gleich hinzufügen werden. Einen neuen Mittelfeldspieler, um genau zu sein.
Nur wird das jetzt schwierig, weil die sind bereits eh schon alle ziemlich gut hier. Ich schätze mal, bleibt erstmal Ersatz. Obwohl Tori ist dann eher für die Verteidigung hier zuständig. Ich würde sagen, wir setzen erstmal Tori auf die Ersatzbank. Und Eagle darf mal echt richtig auf dem Feld spielen. Die beiden Lappen müssen auf jeden Fall dann weg. Das ist wohl klar wie Kloßbrühe. Okay, dann machen wir weiter und checken mal Frost Team aus. Da sind sie. Zuallererst mal der Torwart Adam Ropes. Oh, die haben aber ganz schön wenig Level. Carrie Botgator. Eine Mittelfeldspielerin, die in der Verteidigung? Nee, Moment. Das ist eigentlich eine ganz eigene Aufstellung. So, Mondlichtblock. Die hat noch keine Spezialtechnik. Milton Bindings, der hat auch so eine auslaufende Nase. Ein Mittelfeldspieler, der richtig eine Verteidigung, naja. Kehrseit links setzt ein. Eislaufblock von Frost. Spike Gleisern. Naja, der ist nicht schlecht. Dann nehmen wir noch Roland Klimstein. Klimstein? Haben die alle deutsche Namen oder was? Bei Klimstein heißt das irgendwas. Keine Ahnung. Und der setzt auch keine Stürmertechnik ein. Robert Schiepelsten. Der hat aber Stürmerfähigkeiten. Und die hier ist eine Verteidigerin, die in Sturm besitzt. Was ist denn da los? Was haben die denn da alle für eine Aufstellung? Und der kleine Spaten ist auch Torwart? Naja, okay. Wieder so ein Face vom Feinsten. Ist auch Stürmer. Sieht ganz nett aus. Pff, riskieren wir nicht so eine dicke Lippe, ey. Alter. Okay, los geht's. Talisman. Okay, Eric will den Ball. Eieiei. Gib ihn her. Bam. So. Jetzt wieder Talisman. Dann Eagle. Okay. Das war jetzt ein Abseits, ja. Schade. Aber okay, den kriege ich wieder, den Ball. Naja, vorausgesetzt, der schießt nicht zum Torwart. Frost hat den jetzt gerade. Na, jetzt bin ich dran. Komm! Gib mir den Ball! So, aber jetzt... Defensivstreich. Das war vielleicht ein Fehler. Aber, naja... Was bleibt mir anderes übrig? Das war zum Glück kein Foul. Sehr schön. Leider aber laggt das so blöd jetzt gerade. So, jetzt wieder nach vorne schießen. Gut ausgetrickst. Kevin geht da weg. So. Oder zu Eric noch zurückpassen. Illusionsball, schnell. Illusionsball. Nein! Der Eislaufblock gewinnt. Eislaufblock. Jetzt sind wir wieder tief gefroren. Und er macht noch eine schöne Pirouette. Verdammt, ich komme gar nicht voran, ey. Los, Eagle. Nein. Dann eben er. Comwell. Bam. So, aber jetzt. Zu Talisman passen, der wird aber gedeckt. Okay. War es ein Fehler? Nein, das war zum Glück keiner. So, schnell. Ja. Okay. Hier kommt der Dragon Ball. Rein. Dem Leder ins Netz. Und der ist auch noch von Typvorteil. Das müsste klappen. Ja! Er setzt doch nicht mal eine Technik an der Lappen. Und tschüss, Lutscher. Rein damit. Tor! Weiter so, Raimund! Ja! Yeah. Habt ihr das gesehen? Was für ein Schuss! Verflixt, der nächste ist meiner. Ja, glaubst auch nur du. Okay. Und wieder schnappt sich Kevin den Ball. Au weh. Ein Mädchen schlägt man eigentlich nicht, sorry. So. Nach vorne zu Kevin schießen. Ist da noch wer da? Talisman. Comwell. Ach, nee. Ja, aber Talisman schnappt sich den Ball. Komm schon nach vorne mit dir, nach vorne. Und... Ausweichen, komm schon. Setz dich durch. Nein, die Kleine schaffte sie zu erwischen. Aber faul. Das ist perfekt. Das ist weg. Wo ist eigentlich der Ball? Ach, den hat Eagle. Okay. Zuerst mal... Soll ich den... reinzuschießen?
Ach, ich dachte, das wäre jetzt ein Abseits. Okay, jetzt kann ich einen Schuss einsetzen. Der Geisterschuss wäre ein Typ-Vorteil. Geisterschuss! So, da ging durch sie durch. Ei, jetzt kommt die Nordlichtsperre. Schön anzusehen. Und leider hält er den Ball. Naja, niemand ist vollkommen. So leicht mache ich es dir nicht. Verdammt. Wahrscheinlich wurde er ein bisschen abgeschwächt. Aha! Meine Chance zurückzuschießen. Dieses Mal aber nutze ich das Tor der Götter. Tor der Götter! Was zum... Oh! Mal sehen, wie das jetzt aussehen wird. Er kommt wieder mit der Nordlichtsperre. Diesmal aber ist der Ball näher. Vielleicht gelingt es mir diesmal, die Nordlichtsperre zu überwinden. Och, Mann! Das gibt's doch nicht. Ja. Ich muss einfach nur auf achten, dass ich... Ja! Ich schnappe immer wieder den Ball. Ja, ich weiß, das ist eine keine so gute Taktik, aber nee, was soll's. So. Geisterschuss! Diesmal geht er rein. Yeah! Den hält er auf keinsten! Damit hätten wir das 2:0. Weiter so, Raimund! Laggen. Das geht nicht mehr. Ja, das will ich jetzt nicht sehen. Oh, das ist erst der Anfang. So. Den Torwart habe ich ganz schön in der Nase rumgeführt. Immer wieder dazwischen gestellt. Wer auch so eine Taktik gehabt hat, der könnte es mir gerne in den Kommis mitteilen. So. Was heißt hier daneben, bitteschön? Kann mir das bitte auch einer mitteilen, warum es ständig daneben heißt? So. Her mit dem Ball. Toll. Ja, nee, nur weil ich ein Mädchen grätsche, muss das jetzt als Foul gelten oder was? Die erste Halbzeit ist gleich vorbei. Ja. Wie gesagt. Hey, das Spiel läuft ziemlich gut. Stimmt, Frost ist ein ziemlich guter Abwehrspieler. Ich frage mich, was er im Sturm zu bieten hat. War das alles? Das kann ich auch. Vielleicht ist es jetzt schon so weit. Wie? Was tut er da? Du bist dran. Frost verblüht sich so wie ein völlig anderer Spieler. Was ist das denn? So, jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Eieiei, jetzt ist er im Sturm. Jetzt wird er gefährlich. Dann los. Und jetzt aufs Tor. Jetzt kommt die Cutscene. Ewiger Eiswind! Ja! Schwächlinge, ihr habt keine Chance. Bereit? Dann hört her. Ich bin das Stürmerass von Alpine, Sean Frost. Das war... Also der ewige Eiswind? Was für ein Schuss! Er ist so schnell, er lässt Nathan wie eine lahme Ente aussehen. Fast so schnell wie die Spieler der Alias Academy. Wow, das war fantastisch, Frost! Aber wir haben auch noch ein paar Tricks auf Lager. Warte nur ab! Ich mach mich gerade erst warm. Komm schon, zeig mal, was du drauf hast! Wen kümmert es, wie gut er schießen kann? Es gibt noch nur ein Exit Blaze. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ach komm, Kevin. Ja, vielleicht hätte ich doch Aufstellung ein bisschen ändern müssen. Halbzeit mache ich erstmal noch nicht. So, hier, zu Eric. Oh, schau. Ach, verdammt. Das ging voll daneben, ey. So, aber jetzt. Gretchen. Nein, warum denn? So, aber jetzt habe ich dich. Komm schon, den kriegst du erwischt. Nathan, jetzt nicht zu zu Eric. So, Sharp wollte den Ball, oder? Ja, hier. Oh nein, das war doch nicht abseits. So, jetzt kommt bei mir die heiße Phase. Aber jetzt drehe ich auf. Gut.
Jetzt kommt der Kombischuss. Gemeinsam mit Kevin, okay? Die beiden besten Schießer. Nur zu Kombischuss! Auf dass er reingehen möge. Das tut er auf jeden Fall. Der hat ja keine TP mehr, der Torwart. Yeah, nice. Tor! Weiter so, Raimund! 3 zu 1. Ich musste einfach treffen. Ja. So. Menü. Ich werde jetzt mal ein bisschen auswechseln. Wer hat da nur noch... Es war Talisman, genau. Der hat da nicht mehr so viel TP. Ich schätze mal, ich sollte mal einen anderen Schießer machen lassen. Aber leider ist der Einzige, der was reißen könnte, Edmunds. Und der hat so schlechte Werte bis zum geht nicht mehr. Ich lasse erstmal noch Talisman drin. Er kann noch einen einzigen... eine einzige Schusstechnik einsetzen. Ja, ich schätze mal, so geht das noch. So, dann können wir weitermachen. Bin gespannt, ob sie noch was dagegen zu bieten hätten. Rachel! Ach nö, der fand das Phantom-Dribbling. Oh, das sieht schon stylisch aus. Episch. Okay, Eric. Schade nur, dass du noch nicht deinen Flammtänzer drauf hast, weil der wäre episch in der Situation. So, oh oh, Legion. So, und jetzt wieder zu Eric zurück. Oh oh. Gut, Eagle hat ihn. Jetzt auch noch zu Comwell. Vielleicht sollte er mal ein Tor schießen. Nein, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Der kann sich gegen den... Nein, Kehrsettling. Kehrsettling! Und das war ein Foul! Nice! Das bedeutet nur eins. Eine Torchance für mich. Vielleicht hätte ich lieber Talisman schießen lassen. Der soll dann zu Comwell schießen und der schießt dann ins Tor. So. Gut so. Und jetzt! Okay, und Schuss. Und sogar noch ein Typ Vorteil mit der Hyperhacke. Hyperhacke! Auf dass er auch reingehen möge. Bam! Und drin! Baby, yeah, baby. So, Raimon! Ja, ja. Können wir weitermachen? Geschafft, habt ihr das gesehen? So, es geht gut voran, es geht gut voran. Wir können noch ein paar Tore schießen, wenn wir wollen. Diesmal wollen sie uns nicht einfach so den Ball übergeben, aber das wird ihnen nichts bringen. Eric, also, was sag ich? Ja, Eagle hält erst mit ihnen auf und Eric schnappt sich den Ball. So, und jetzt geht's wieder in die normale Phase. Jetzt sind wir wieder ein bisschen ausgeglichen. Okay, Illusionsball. Illusionsball! Hey! So, aber jetzt. Gut. Vielleicht sollte mal Eagle schießen, wenn er sich durchsetzen kann. Ich glaube nicht, dass er es packt, aber er kann er nicht, weil er setzt auch Auslaufblock ein. Eieiei. Autsch. Tiefgefroren. Hat jemand Lust auf einen Kontor? Tiefgekühlt? Okay, ich lasse diese... möchte gern Scherze. Komm schon, hält die mal eine auf. Gretchen, doppelt. Bam, so. Okay. Eagle sollte eigentlich nach vorne. Aber der schafft es ja nicht auszuweichen, oder? Schafft er es, der Kleine auszuweichen? Ja. So. Aber er schafft es nicht mehr rechtzeitig, bevor die Halbzeit vorbei ist. Da ist klar, da kommt der Nächste, oder? Ja. Bam, so. Lasst mich durch. Okay. Das war's. Trotzdem schade. Auch wenn Eagle nicht schießen konnte, wenigstens. Er ist auf jeden Fall ein Team. Ich wusste, wir würden gewinnen. Wie schade. Ich dachte, wir könnten gewinnen. Ja, falsch gedacht. Okay. Wieder ein paar neue Level für... Naja, nicht alle, aber so manche. Ah, haben wir tatsächlich verloren? Frost, dein Schuss war fantastisch. So einen Knall habe ich ja noch nie gesehen. Was ist jetzt los? Ich hab mir schon gedacht, weil ich klicke die ganze Zeit drauf und es passiert nichts. Dein Schlüssel zu halten hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mir auch, es hat auch Spaß gemacht, Mark.
Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich bei so einem Spiel, so aufgeregt war. Es scheint, als seien wenigstens die Gerüchte über Frosts Fußball Schrittfähigkeit nicht übertrieben. Ja, schon, aber gibt es ein Problem? Von Frost, schreckliche Nachrichten! Wer ist das jetzt? Schade, das Mann! Dieses Video wurde auf dem Schulcomputer hochgeladen. Janus! Erdlinge, dieses Video wurde euch gesandt, weil euer Fußballteam auserwählt wurde. Ihr werdet gegen Alias Academy spielen. Absagen wäre nicht akzeptiert. Eine Niederlage bedeutet eure Vernichtung. Eure einzige Chance ist Sieg. Was? Die Aliens kommen also wirklich zu Alban Schöne Hai? Unser Team hat keine Chance gegen die Aliens. Frost, was sollen wir nur machen? Beruhigt euch alle erst einmal. Ich werde mich zusammen mit Raymond den Aliens stellen. Oh, heißt das etwa... Genau, die LS Academy ist auf dem Weg hierher, richtig? Falls du nichts dagegen hast, würde ich mich gerne euren Team für das Spiel gegen die Aliens anschließen. Wunderbar, Raymond hat endlich einen neuen Stürmer. Mit seiner neuen Fähigkeit zu einem Angriff als auch in der Abwehr wird er bestimmt ein toller Mitspieler sein. Ach. Während unseres Spiels ist mir aufgefallen, dass euer Team noch einen gewissen Rückstand in Sachen Schnelligkeit hat. Das ist doch... Ich weiß, kommt, ich zeige euch mal mein geheimes Trainings auf dem Nordhang. Wenn ihr dort trainiert, werdet ihr euch bald so schnell wie der Wind sein. Was? Ernsthaft? Vielen Dank, Frost! Was für ein Training das wohl ist? Ich bin so aufgeregt! Kevin, was ist denn los mit dir? Hey, was ist denn? Kommst du etwa nicht mit Frost klar? Ach nein, das ist es nicht. Ich glaube, er ist wirklich interessant. Jemand, der so schießt wie er, kann kein schlechter Mensch sein. Axel hat Fußball immer ernst genommen. Aber dieser Knirps! Zeigt mal, was du drauf hast! Dieser Kerl ist ein... hat echt Nerven! Wenn er unser neuer Stürmer wird, gibt es keinen Platz mehr für Axel, wenn er zurückkommt! Du weißt ja nicht sehr viel von... Du hast ja nicht sehr viel... Augenblick, jetzt habe ich mich kurz verlesen. Du weißt ja, dass ich nicht sehr viel von Axel gehalten habe, als er damals zu uns gestoßen ist. Ja, das wissen wir noch. Aber er ist schon etwas Besonderes. Mir wurde erst klar, wie gut er wirklich ist, nachdem er nicht mehr da war. Ich wäre ja gern der Stürmerass von Raymond, aber so sehr ich mir es auch wünsche, unser wahrer Stürmerass ist und bleibt Axel Blaze. Kevin, ich wäre auch froh, wenn Axel bei uns im Team geblieben wäre. Aber als ich diesen Blick in seinen Augen sah, wusste ich, dass ich ihn nicht aufhalten kann. Ich bin mir aber ganz sicher, dass er wieder zurückkommen wird. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Und bis das passiert, erwartest du, dass diesen eingebildeten Wuschelkopf zusammenspielen? Ich bin bereit, alles für meine Freunde zu tun. Mark... Wenn Axel dann zurückkommt, wird der Bus voll mit den besten Spielern aller Zeiten sein. Falls Axel zurückkommt. Er wird zurückkommen, keine Sorge. Und selbst wenn Frost so gut oder sogar noch besser als Axel ist, ich will mit diesem Kerl keine Freundschaft anschließen. Das geht einfach nicht. Tja, wie das noch gut gehen kann. Und was ist das wohl für ein geheimes Training? Tja, Leute, das erfahren wir dann im nächsten Part. Also Daumen hoch, wenn euch dieses Spiel gegen Frost und sein Team gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt, schaut wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken und ich sag hiermit wieder voller Stolz auf Wiedersehen und Tschüss. Bis zum nächsten Part. Ciao.